Sich selbst regulieren lernen mit dem guten Gefühl ist etwas ganz anderes als unter Druck und Belastung jeden Tag Ziele zu erreichen. Ich bin Claudia Völkening, ich arbeite mit Begabungsblick und wir schauen immer auf die Ressourcen und dass wir mit dem guten Gefühl arbeiten. Ich arbeite zusätzlich noch seit 10 Jahren in einer Grundschule, kann also ganz gut sehen, wie sich Kinder unter unterschiedlichen Bedingungen entwickeln. Ich arbeite seit 2014 etwa in einer Elterngruppe der DGHK mit und bekomme dort sehr gut mit, welche Fragestellungen Eltern mit hochbegabten Kindern aktuell haben und wie sich auch das immer wieder verschiebt, welche Fragestellungen da sind. Ja, ansonsten bin ich Mutter von 3 Kindern, also ich kenne das Ganze auch aus der heimischen Perspektive und habe inzwischen auch ein Buch geschrieben zum Thema hochbegabte Kinder in der Grundschule. Heute wird es um das Thema sich selbst regulieren gehen, und zwar mit dem guten Gefühl. Wir haben Lerntechniken sicherlich schon viele, viele gehört und können die auch sagen. Also Kinder, die ich kennenlerne, die sagen mir auch immer, was sie alles vorhaben und wozu das alles gut ist. Und das wenden sie aber nicht an. Und da ist eigentlich der Punkt, wo wir ansetzen, dass wir einfach mal schauen, wie tickst du und was brauchst du eigentlich, damit du dich wirklich melden kannst. Das ist dann häufig ein ganz kleines, niedrigschwelliges Ziel. Viele waren früher bei einem Lerncoach, die dann gesagt haben, so, dann nimmst du 3 Stifte. Ich habe hier auch mal 3 für euch mitgebracht. Und diese 3 Stifte, die nimmst du dann und dann kannst du dich immer melden. Und wenn für jedes Mal melden, legst du 1 Stift zurück in dein Etui. Die Kinder können das auch sagen, dass sie das machen. Sie legen auch tatsächlich die Stifte raus und melden sich nur trotzdem nicht. Und das ist vielleicht ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Ich werde vielleicht noch ein paar andere gleich aufgreifen. Aber an dem Beispiel können wir ganz gut sehen, dass die Kinder das durchaus verstanden haben. Aber warum melden sie sich nicht? Und da schauen wir jetzt einfach mal weiter, was euch hier erwartet. Also sich selbst regulieren, das ist das Thema für heute. Mit dem guten Gefühl zur Handlung, da werde ich euch einmal ganz kurz noch einen kleinen Flash geben zum Thema Hochbegabung und Gefühle, also nur so einen kleinen Spotlight nochmal drauf. Wir werden kurz auch darüber sprechen, dass eine Person eben auch 2 Systeme hat, was dahinter steht. Das werde ich euch natürlich noch erklären. Wir werden darauf schauen, dass Gefühle den Alltag steuern. Da werdet ihr wahrscheinlich schon so die ersten Gedanken haben, ja, stimmt, oder vielleicht auch totale Ablehnung. Das erkenne ich aus meinen Seminaren, die ich eben schon viele Jahre mache, eigentlich auch beides. Und dann wollen wir natürlich auch ein bisschen lösungsorientiert sein. Ich möchte euch mitnehmen, wie ihr eure Kinder zu Hause oder auch in der Schule, im Kindergarten begleiten könnt, damit sie eben ihre Ziele erreichen können. Ja, schauen wir ganz kurz nochmal auf die Besonderheit von hochbegabten Kindern. Ich habe euch hier Max mitgebracht. Max ist immer so mein schönes Musterkind. Er hat nur immer mal ein unterschiedliches Alter. Unser Max ist in der 1. Klasse. Er ist 6 Jahre alt. Er ist hochbegabt, ist also kognitiv etwa 9 Jahre alt. Da er aber in einem Setting unterwegs ist, also im Kindergarten, konnte er sich nicht so entfalten und seine Fragen stellen und beantwortet bekommen, wie das für seine Bedürfnisse gut gewesen wäre. Und es ist auch so, dass auch jetzt in der Schule, er geht jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr in die 1. Klasse, er muss üben, Silben zu lesen, obwohl er schon richtig die ersten Bücher schon lesen kann. Und das macht ihm Sorge, es macht ihm auch große Angst und er hatte Zweifel in verschiedenen Richtungen. Und so hat das alles Auswirkungen auf Freundschaften, auf die Aufgaben, mit denen er nicht sich richtig gut fühlt, die er nicht fertig bekommt, die er zum Teil auch nicht versteht. Er macht eben ganz unterschiedliche Gefühle, Erfahrungen und damit auch Gefühle als seine Klassenkameraden zum Beispiel. Und das ist so ein typischer Max aus der 1. Klasse, der mir vielleicht in der Praxis begegnet oder deren Eltern ich kennenlerne oder wo auch Pädagogen auf mich zukommen. An dieser Stelle möchte ich sagen, das sind natürlich die Kinder, die bei uns in der Praxis landen. Die meisten aller Kinder, aller hochbegabten Kinder kommen nicht bei uns in der Praxis an. Die treffe ich auch die Eltern nicht bei der DGHK oder in sonstigen Orten, weil die meisten doch tatsächlich in einem Setting sind, wo Erwachsene diese Hochbegabung gut begleiten können oder wo auch die Persönlichkeit des Kindes so ist, dass es nicht auffällig wird. Also bitte, wenn ich jetzt über Fragestellungen rede,
dann meine ich damit nicht, dass hochbegabte Kinder per se immer problembelastet sind. Also das ist mir eigentlich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau, dann können wir eigentlich schon mal weitergehen zu unserem eigentlichen Hauptthema. Da geht es ja um unsere Gefühle, um die Stimmung. Hier haben wir Max nochmal in zwei unterschiedlichen Stimmungslagen. Und wir alle kennen das sicherlich, wenn wir morgens aufstehen und wir haben beste Stimmung. Ich sag mal, wir haben vielleicht super gut geschlafen. Du bist ausgeschlafen, die Sonne scheint. Du hast noch Zeit, du machst dir deinen Tee oder einen Kaffee, was du morgens gerne trinkst. Und kannst so in den Tag starten. So wird dir das sicherlich richtig gut gefallen. Es gibt auch andere Tage, da bist du nicht gut drauf. Du hast vielleicht die Nacht nicht so gut geschlafen. Morgens stellst du fest, das Kaffeepulver ist leer und die Katze hat auf den Teppich gemacht und bist gleich morgens reingetreten. Also das ist vielleicht nicht so der richtig beste Start. Und dieses Gefühl, das begleitet uns dann. Und da habt ihr schon vielleicht auch so eine Idee, ob ich in dem einen oder in der anderen Gefühlslage vielleicht mehr Leistung zeigen kann und vielleicht auch mehr meine eigenen Ziele umsetzen kann oder auch nicht. Ja, ich möchte an der Stelle auch nochmal über einen kleinen Jungen eben sprechen, den ich aus der Schule kenne, der tatsächlich auch immer wieder so seinen Stimmungen ausgeliefert ist. Und der tatsächlich dann wenig Leistung auch abrufen kann. Eine Frage würde ich jetzt gerne an euch stellen, wenn wir jetzt Zeit hätten, aber vielleicht beantwortet ihr die Frage mal für euch. Was meint ihr, eure kognitiven Entscheidungen, wenn wir jetzt beim Ich nehme den Stift in die Hand, was meint ihr kognitiv, an wie viel Entscheidungen pro Tag sind denn so euer Kopf beteiligt und an wie vielen das Gefühl? Das ist immer eine Frage, die ich in den Kursen sehr, sehr gerne stelle und die tatsächlich im Zürcher Ressourcenmodell, wir arbeiten eben nach diesem Modell und haben da sehr viele Elemente draus genommen. ZRM Schweiz, wenn ihr da mal nachschauen wollt, die ganzen Studien haben die da veröffentlicht und das ist eigentlich richtig cool. Genau, ich löse es gleich mal auf. 10%, 15% maximal ist euer Kopf beteiligt, immer zu 100% das Gefühl. Deswegen unser Thema heute ist relevant. Wenn ihr negative Gefühle habt oder auch euer Kind, das ihr gerade im Sinn habt oder die Kinder vielleicht sogar, wenn da Aggression ist, wenn Trauer ist, wenn man so ein bisschen irre drauf ist, ja, also Kinder haben das ja manchmal, die sind dann so richtig überschäumend sozusagen, auch Zeitdruck, sich total eingeschränkt fühlen, ganz viele Gefühle. Ich habe es jetzt alle mal so ein bisschen grau für euch gezeichnet. Also so diese grauen Gefühle. Wenn ich solche Gefühle habe, dann sind das alles die absoluten Stoppgefühle. Das sind also Gefühle, die mich nicht handeln lassen. Also das heißt, wenn ich mich unter Druck fühle, Angst habe, mich eingeengt fühle, also gerade so Ängste, wenn ich jetzt Angst habe, dass ich jemand über mich lustig macht, dann habe ich da meine drei Stifte liegen, aber ich werde mich nicht melden, weil ich Angst habe. Und dieses Gefühl der Angst ist dann das, was mich blockiert, obwohl ich die tollsten Techniken im Kopf habe. Und deswegen finde ich es immer so sehr wichtig, dass wir darauf achten und dass die Gefühle eben beachtet werden. Ja, was könnte mir also helfen? Was ist handlungsleitend, handlungsunterstützend sozusagen? Alles natürlich, was das gute Gefühl ist. Also da sind alles Gefühle dabei, die wir im Bereich Vertrauen haben, von Unterstützung, alles, was wertschätzend ist, wenn ich neugierig sein darf, wenn ich eine tolle Idee präsentieren darf und zeigen kann, wow, guck mal, und selbst wenn du denkst, wow, nee, dass du mir das so sagst, dass ich dabei nicht untergehe, dann sind das alles unterstützende Handlungen. Und wenn ich so viel Vertrauen in meine Lernbegleiter habe, dann werde ich sehr viel besser lernen können. Und dann werde ich einfach auch stabiler sein. Und dann nehme ich nicht nur drei Stifte, sondern fünf und lege sechs auch wieder hinein. Also tatsächlich, das sind Gefühle, die mich unterstützen, in Handlung zu kommen. Und das ist alles, was positive Gefühle sind. Genau.
Ja, das ist dieses Go-Gefühl, nenne ich das ganz gerne. Und zwar sind das immer die Gefühle, dass ich mich gut fühle, auch mit meinem Ziel gut fühle. Denn ich möchte nochmal bei meinen Stiften jetzt in diesem Beispiel bleiben. Wenn ich das Gefühl habe, dass das Ziel zwar toll ist und der mir gegenüber mir das auch super erklärt hat und mir das auch logisch ist, ich aber irgendwelche Ängste habe oder ich mich noch nicht mal traue, die Stifte rauszulegen, weil mich irgendwer danach fragen könnte, dann ist das wirklich nicht richtig gut. Und dann werde ich nicht in so ein Go-Gefühl kommen. Im Zürcher Ressourcenmodell, da haben wir ja auch diesen Rubicon-Prozess, also dieser Punkt, jetzt möchte ich es tun. Und das ist eben auch ganz wichtig, diesen Punkt musst du einfach für dich finden und den müssen auch die Kinder finden und die müssen sich gut und sicher fühlen. Und wie wir das bei uns in der Praxis machen, das zeige ich dir gerne. Wir haben das Zürcher Ressourcenmodell etwas abgeändert, damit wir es für die kleineren Kinder und auch die Jugendlichen ein bisschen besser zugänglich haben. Wir haben gute Erfahrungen mit den Luca-Karten gemacht. Da habe ich mal wieder ein bisschen rumgemalt. Und diese kleinen Emoji-Lukas, die haben, das ist nur eine kleine Auswahl, insgesamt sind es 30 Karten, die verschiedenste Gefühlslagen zeigen. Und darüber lernen wir erst einmal unsere Gefühle kennen. Und dann lernen wir auch die Gefühle kennen, die im Körper dazu schlummern. Also wenn ich jetzt so ein Smiley hier habe mit dem Kussherzchen, wie fühlt sich das denn an, wenn ich solche Gefühle habe? Ah, manche sagen dann Schmetterling im Bauch, ich fühle mich ganz leicht. Oder ich habe Kinder, die malen dann die Arme ganz besonders an. Also oder die Beine, dann habe ich Kinder, die halt sehr ärgerlich sind, Wut haben, so wie dieses Männchen, dass wir überlegen, wo fühlst du das im Körper? Einige fühlen sich richtig erwürgt oder haben dann so das Gefühl, der Kopf wird zusammengedrückt. All solche Sachen schreiben die auf, im Sinne von sie malen es auf. Und wir gucken dann auch, in welchen Situationen fühlst du dich so? Und wenn ich dann rausfinde, dass ein Kind sich im Unterricht so fühlt, dann ist das natürlich, dann machen es nicht die Stifte. Dann müssen wir erstmal ein Thema klären, was noch darüber ist. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Und das ist eben so ein Prozess. Denn was uns das Zürcher Ressourcenmodell eben sagt, ist, dass Kopf und Bauch eben nicht über Sprache beide funktionieren, das tut nur der Kopf. Der Körper und das Gefühl hat das unbewusste Gefühl, da kommt der Kopf, also die kognitiven Ziele nicht so ran, die kognitiven Gedanken, aber beides funktioniert über Bilder. Da gibt es eben so Untersuchungen zu und deswegen arbeiten wir damit, beziehungsweise eben das Zürcher Ressourcenmodell, wo wir es uns ja abgeguckt haben. Also noch einmal zusammengefasst. Das Ziel muss unter eigener Kontrolle sein. Ich erinnere mich da an einen Jungen, der gerne in die Karibik fliegen möchte, häufiger. Das ist kein Ziel unter eigener Kontrolle. Ein Ziel unter eigener Kontrolle kann sein, ich möchte den Mut haben, mich zu melden. Oder ich schaffe es, einen anderen nach einem Konflikt nochmal anzusprechen. Das sind alles Ziele, die tatsächliche Ziele unter eigener Kontrolle sind. Ja, dann habe ich Ziel und Gefühl auch im Gleichgewicht. Das heißt, es passt auch zueinander. Da gibt es dann noch verschiedene Arbeitsschritte, die möchte ich euch jetzt alle mal ersparen. Das könnt ihr auch in den Manualen vom ZTM nachlesen oder wenn ihr später im Breakout-Room Fragen habt, könnt ihr auch dazu fragen. Wie erreiche ich ein Ziel? Also wichtig sind die Körperwahrnehmung, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Diese guten und schlechten Gefühle, die sind halt ganz, ganz wichtig. Es ist nicht nur positive Psychologie, wo man sagt, ach, wir machen alles nur schön. Ich weiß nicht, wie eure Welt so ist. Meine Welt ist häufig schön, aber nicht immer. Aber die negativen Gefühle sind super Frühwarner. Also ich erinnere mich an einen Jungen, der es wirklich durch auch permanente Rückmeldungen geschafft hat, nach einigen Wochen
es immer häufiger schafft, mit Kindern zu spielen, ohne aggressiv zu werden, der es immer häufiger schafft, sich nicht nur zu rechtfertigen, sondern tatsächlich auch sein Potenzial auf die Straße zu bringen und immer mehr zeigen kann er sein, wie er eben sein möchte. Aber das ist eben auch ein langer Weg. Da müssen wir unsere Bedürfnisse kennen und natürlich auch nutzen. Das Tier mit der eigenen Kontrolle, ich glaube, das habt ihr verstanden, Karibik gilt nicht. Und wichtig ist, dass das Bild eben das Ziel unterstützt. Da nutzen wir zum einen natürlich die Luca-Karten, aber wir haben auch noch, so wie es das ZRM auch vorsieht, für dieses richtige Zielbild eben jugendgerechte Karten tatsächlich produzieren lassen, die dann die Lebenswelt der Jugendlichen einfach besser abbildet. Und die ZRM-Karten sind da eben doch tatsächlich sehr auf Erwachsene ausgelegt und die funktionieren auch für Jugendliche, aber wir haben jetzt noch bessere Erfahrungen gemacht mit Karten aus deren Lebenswelt. Ja, das fast das Allerwichtigste, wie komme ich dahin zu meinem Erfolg, ist, dass ich natürlich die kleinen Siege auch sehe. Dass ich sehe, ich habe was geschafft. Und wenn ich sehe, wenn ich mein Beispiel vom Anfang nehme, ich habe mich zweimal gemeldet, dann ist das super. Und dann kann ich mich dafür loben. Da muss ich mich nicht geißeln, weil ich es einmal nicht geschafft habe. Also ich muss auch meine positiven Schritte eben sehen und auch anerkennen. Und je nachdem, wie das die Persönlichkeit so hergibt, kann ich eben auch gucken, inwiefern muss ich mich wie viel auch feiern? Also das ist halt auch noch mal so ganz, ganz wichtig. Da kommen wir jetzt aber auf ein Thema zum Thema Persönlichkeit. Da machen wir auch viel. Das sprengt jetzt so ein bisschen den Rahmen. Vielleicht haben wir an anderer Stelle noch mal Gelegenheit. Aber wichtig ist, die kleinen Siege müssen auch gefeiert werden, damit ich mir selbst auch bewusst werde, ich kann etwas erreichen. Das heißt, ich kann Einfluss nehmen. Ich bin nicht Opfer der Umstände, sondern in kleinen Schritten wirklich zu lernen, ich komme weiter, ich erreiche etwas, ich feiere kleine Siege. Also das ist etwas, was ich tatsächlich nicht oft genug sagen kann und was ich auch ganz viel immer den Eltern oder auch den Pädagogen sage. Wir haben ja dieses Gefühlskompetenztraining und da sind ja auch immer verpflichtende Elternabende dabei, damit sie einfach so ein bisschen besser verstehen und das auch langfristig begleiten können. Und häufig spreche ich halt auch mit den Lehrern der Schüler. Und wenn die dann auch immer wieder mal sagen, Mensch, toll, jetzt hast du dich gemeldet, du hast es super gemacht und deine Antworten sind toll, oder möchtest du noch mal was sagen, ich hätte deine Antwort gern dabei, dann merken wir, dass eigentlich in kürzerer Zeit auch Erfolge da sind und dass das auch häufig in ganz viele Bereiche hineinstrahlt. Also ich kann das wirklich empfehlen. Ja, jetzt möchte ich erstmal sagen, herzlichen Dank, dass ihr mir zugehört habt, dass ihr Interesse habt. Wenn ihr Lust habt, findet ihr natürlich Begabungsblick im Internet. Wir haben eine Website, da stehen die Angebote drauf. Es sind auch immer mehr Online-Angebote. So sind wir auch mit der Zeit, haben wir uns ein bisschen angepasst. Ja, ist nicht immer leicht gefallen. Da muss auch der innere Schweinehund überwunden werden. Ich weiß also, wovon ich spreche. Man kann es schaffen. Inzwischen findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook. Da werden immer wieder neue Sachen hochgeladen und teilweise verlinken wir die auch zu YouTube, sodass ihr auch dieses Video natürlich dort finden könnt. Fragen immer gerne an mich. Dienstagsvormittags bin ich telefonisch erreichbar. Ansonsten natürlich auch immer gerne per Mail. Und jetzt sage ich herzlichen Dank für euer Vertrauen und euer Zuhören und das Interesse. Und ich freue mich, wenn wir uns nochmal hören. Tschüss!